So. Ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu der wahrscheinlich letzten Folge. Ich will es nicht prophezeien, aber es ist ja bloß noch da oben der Abschnitt. Und zwei Secrets. Da geht's auch wieder nicht weiter. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass er nicht weitergeht, sag mal. Ich glaube, wenn wir hier mit dem Level fertig sind, werde ich erstmal hier ein bisschen mit Noclip das und den anderen Weg da abprobieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nichts ist. So, hier waren wir bereits. Genau, hier geht's einmal drumherum. Dann geht's also bloß noch nach hier. Wieder aufs Dach rauf. Schön, eine doppelläufige Schrotflinte, okay. Okay, die Tür geht auf. Oh. Den Bereich hier kenne ich gar nicht. Also der Bereich hier mit dem Bild und das sagt mir ja mal gerade gar nichts. Vielleicht ist hier ein Secret? Digga, jetzt bin ich voll Secret versessen. Überall könnte Secret. Ernsthaft nicht. Ernsthaft? Ja. Okay. Okay, ich habe keine Fragen. So, das war schon mal kein Secret. Und die brauche ich nicht. Du bist Scheißendreck. Ah, okay. Das kann nur eine Falle sein. Hey. Geh halt hoch, du Arsch. Okidoki, let's go. Ach du Nein. Nein, lass mich drauf hier. Lass mich drauf. Ich hab gar keinen Bock mehr. Oh nö. Fucking Spider-Mastermind. Ernsthaft? Die Dinger, die schießen halt ne instant, weil anders als bei Brutal Doom, bei Vanilla Doom, haben die halt keine Energiebälle, die verschießen, so wie diese Achnatrons, sondern die schießen halt direkt. Und bei Realism Tactical Mode, ein Schuss und ich bin weg. Aua. Gut, vor allem, weil wenn ich vorher schon geschwächt bin. Aua. Oh nein. Nein, aua. Digga. Versteckst du noch so kacke Aschatron auf dem Dach? Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Ich habe so viele Fragen. Nein, nein, nein! Son of a bitch! Mann, dieser blöde Sound. So, also warten bis hier wieder. Ja! Alter! Achso! Digga! Hey, chill, Bro! Ist das geil, ey! Mensch, das klingt ja wie im Krieg! Heilige Scheiße! Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen feucht geworden. Aua! Ah! Mh. Der Fahrstuhl ist ein echt guter Rückzugspunkt. Gefällt mir.
dieser Sound von dem Spider-Mastermind ist halt so satisfying. Holy shit, gefällt mir das. Okay, dann müssen wir aber langsam mal gucken, wie wir hier aufräumen. Ach ja, stimmt, ich bin jetzt unten auf dem Dach da hinten. Gut, der ist schon mal weg, sehr gut. Dann ist jetzt nur noch die Spinne, ne? Ja, okay, okay. Boah, Alter, Blutbad. Ja, ist ja gut. Danke. Ey, gut, erstmal nachladen. Ey, beruhig dich bitte. Wow. Nice. Okay, das heißt, abgesehen von Spider Mastermind ist alles weg. Alter. Oh, hier geht's hoch. Okay. Oh, guck mal, da sind mehrere Fässer. Okay. Alter. Ist das geil? So, meine Freunde, ist Metal entstanden. Oh, wo kommt ihr denn her? Oh, wo kommt ihr denn her? Oh, Falle. Oh, noch mehr Fallen. Oh, noch mehr Fallen. Warte Gott, warte Gott. Nein, ah. Hey, der brennt ja gar nicht. Wieso bekommen die kein Feuer? Normalerweise fangen die doch immer an zu brennen. Wo kommen die überhaupt her? Ah, die sind so, genau so. Wo kommen die her? Okay, ich halte erstaunlich viele Schüsse aus. Okay, so viel Damage, wie ich dachte, machen die Schüsse gar nicht. Wow. Ich muss also darauf aufpassen, dass direkt nachdem ich Spinnen umgebracht habe, ein Hinterhalt kommt. Aber weißt du was? Hier, let's go. So, uah. Erstmal zurückziehen. Erstmal warum geht's? Achso, ich hab darauf gedrückt. Gut. Bitte wieder hochfahren. Danke. So, wollen wir mal gucken, wie wir es am dümmsten machen. Also, die Feuerwaffe geht auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal sehr, sehr traurig. Ich meine, wir haben das Ding aber immer noch. So, das können wir einfach mal einsetzen. Ungefähr so. Das ging noch relativ easy. Haben wir auch mal die BFG benutzt. Bevor sich Leute in den Kommentaren noch aufregen. Wir haben aber immer noch zwei Gegner und immer noch zwei Secrets. Also. Oh, guck mal, das ist Exit. Das wollen wir noch lange nicht. Ey, wieso kann ich dich nicht? Hä? Wieso kann ich da nicht? Hä? Wieso kann ich das? Ach. Wow. Thank you.
Oh. Das hat jetzt was genau geöffnet? Aber Gott, hier ist hier so eine blaue Linie, genau. Die geht nach... Na gut, geht einfach nur hier hin. Ach, lass mich raten, ich hätte da den Spider-Master mal direkt töten können, gell? Kann das sein? Ihr könnt die also gar nicht bekämpfen brauchen. Das kann natürlich sein. Ach, guck mal, hier geht's auch noch lang. Hm. Wir haben immer noch zwei Secrets, Leute. Und ich habe keine Ahnung, wo diese auch nur sein könnten. Wobei, guck mal, hier geht's hoch. Aber sieht nicht aus, als wenn da irgendwas wäre. Oh, aua. Geht's da irgendwo lang? Nee, auch nicht. Komme ich da hoch? Aber da ist auch nichts irgendwie zu sehen. Okay, also hochkommt man schon mal. Oh, okay, ich glaube, man soll hier gar nicht hochkommen. Das sieht nicht sehr hochkommend aus. Ja, hier ist auch direkt die Decke drüber. Das ist also definitiv nicht dafür gedacht, dass man hier hochkommt. Ja, hier kommt man auch nicht durch. Ja, okay. Das ist wohl nicht dafür gedacht, dass man hier durchkommt. Ist also nicht das Secret. Tja. Erstmal gucken, ob das Ende wirklich das Ende ist oder ob da nicht doch noch was kommt. Weil wie gesagt, es gibt noch zwei Monster. Es gibt aber halt auch noch zwei Secrets. Ich will nur überprüfen, dass die Map hier wirklich an der Stelle am Ende ist. Ja. Nicht, dass es wirklich halt noch weitergeht oder irgendwie sowas. Ja, okay. Doch, das ist definitiv das Ende. Okay. Dann können wir uns also jetzt auf die Suche nach Secrets machen. Zwei fehlen noch. Mitsamt zwei Monster. Und ich würde als allererstes wahrscheinlich erstmal überprüfen. Guck mal, hier ist auch noch eine Tür. Aber die scheint solide zu sein. Ich würde gerne erstmal überprüfen, dass es hier wirklich nicht mehr durchgeht. No clip. Ja, doch, hier. Okay, hier, also hier da kommt nichts mehr. Dann gucken wir mal noch bei der anderen Tür. Warum wir jetzt war? Ach genau, die war hier irgendwo. Genau hier. Ja, endet hier auch einfach. Ja, okay. Okay, das heißt, hier ist wirklich nichts hinter. Das heißt, für uns sind wirklich noch zwei Punkte in der Map, die wir noch nicht entdeckt haben. Eine mögliche Möglichkeit sehe ich gerade. Ich weiß nur nicht, wie wir da hinkommen. Wir müssten hier durch den Fahrstuhl wieder nach unten kommen, ne? Ja, wie geht's nach unten? Ach. Denn da hinten ist noch so eine kleine Einbuchtung. Ja, da geht's locker hoch. Da geht's locker hoch. Aha! Okay, dann haben wir schon mal ein Secret. Aber schon mal eins. Es wird also noch ein Secret, wo wahrscheinlich zwei Monster drin sind. Oder alternativ, die zwei Monster finden einfach allgemein. Geht's hier rein? Nein, kann gar nicht. Das wäre ja Room over Room. Gut, ich meine, es ist ein Set-Doom-Game. So, da wird es wahrscheinlich wirklich gehen. Gut, wir gehen mal zum Anfang der Map. Irgendwo fehlt ja noch was.
Irgendwo haben wir hier noch irgendwas übersehen. Jeder Secret hatten wir ja. Genau. Auch wenn ich es dann auch direkt wieder weggeschmissen habe. Wir hatten es zumindest immer noch. Schau mal, dahinter ist noch grau. Kann Lance dahinter noch was gibt? Ich sag's euch, wie es ist, da gibt's noch was, kann das sein? Ich meine, es kann ja nicht ohne Grund grau sein. Also da muss es noch was geben. Ich weiß nur nicht genau, wie wir da hochkommen. Und wie gesagt, der Raum dahinter, dieser graue Raum, ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Zombie-Raum. Wenn wir da jetzt reingehen, ich weiß gar nicht, wo man da so... Es ist einfach nur dunkler Raum. Und hier stehen halt Zombies drin, damit die dann durch irgendwelche Aktionen halt teleportiert werden können. Habe ich schon mal in einem anderen Video mal gezeigt, wie genau sowas funktioniert. Ja. So, schauen wir. Hier ist nichts irgendwie, was nach Secret schreit. Ich meine, kann es doch sein, dass hier in den Räumen hier irgendwas mit Secrets sind. Ich weiß nicht, ob wir hier alles durchsucht haben. Denn ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich sehe gerade nicht. Okay. Der Spider-Mastermind müsste jetzt tot sein, richtig? Hier waren wir auch oben. Das Secret haben wir auch abgearbeitet. Ted. Ja, ist weg. Ich meine, da unten waren wir ja schon, ne? Oh, come on.
Ja, hier gibt es kein Secret für. Ja. Hey. Sieht alles aus wie Sachen, die wir bereits gefunden haben. Also ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts, wo wir noch nicht waren. Gibt es hier überhaupt 7 Verstecke? 1, 2, 3, 4, 5. Gut, ich sehe gerade nur 5. 1. Also die Secrets sind diese Sachen, die so rosa markiert sind. Aber da sehe ich gerade sogar nur 5, obwohl wir dann 6 aufgedeckt haben. How is it possible? Ich bin zutiefst verwirrt. Na gut. Da soll es doch gewesen sein, wo immer das letzte Secret ist. Wobei, ich meine, ich kann gucken. Es müsste sich ja irgendwo noch 2 Monster bewegen. Die Frage ist nur, ich sehe erstmal keine 2 Punkte, die sich bewegen. Also diese ganzen weißen Dreiecke sind alles halt Entities. Das heißt, rein theoretisch müssen davon noch 2 Monster sein. Ah, hier sind 2. Oder? Ah ne, sie können doch einfach nur Effekte sein. Ja, das sind Bluteffekte. Ja, wer weiß. Dann sehe ich keine. So, jetzt wieder normal. Ja, jetzt wieder normal. Keine Option, wo A die letzten 2 Monster sind. Und B, das letzte Secret sein könnte. Aber damit soll es auch etwa gewesen sein. Und dann, ja. War es das für dieses Let's Play? Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal zu noch einem Special. Und zwar wahrscheinlich Total Chaos wieder. Was super spannend wird. Ich habe sowas von Bock drauf, aber ich habe keine Ahnung, wo das enden wird. Bis dann.